Was treibt die Dinge im Universum an, ihre Struktur zu verändern? Warum wachsen die Pflanzen im Frühjahr? Warum sterben sie im Herbst ab? All diese Prozesse sind Gegenstand der Dynamik der sechsten Dimension. Und damit befassen wir uns in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Sechs Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im letzten Video haben wir kennengelernt, dass die Evolution eines Quantenprozesses Auswahlgesetzen gehorchen muss. Diese können rein zufällig wirken, sie können aber auch anderen Prinzipien gehorchen. In jedem Fall aber gibt es ein Auswahlgesetz, welches entscheidet, welche der vielen Möglichkeiten für die Verwirklichung des nächsten Momentes, das heißt die Aktualisierung des nächsten Syndroms im Weltmetroplex meines Teilchens, ausgewählt wird. Diese syndromatische Tektonik, die liegt, wie wir auch kennengelernt haben, in X6. Wir suchen also einen Prozess, der der sechsten Dimension immanent ist. Am Ende des letzten Videos hatte ich euch auch diesen Begriff der Maxime eingeführt. Der Philosoph Immanuel Kant definiert Maxime in seiner Kritik der praktischen Vernunft folgendermaßen. Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten. Sie sind Maximen, wenn die Bedingung nur als für den Willen des Subjekts gültig von ihm angesehen wird. Im Gegensatz dazu steht das Gesetz, welches eine allgemeine Gültigkeit hat. Eine Maxime ist also der persönliche Wille eines jeden Dinges, wie seine Zukunft auszusehen habe und was es anstreben muss, um seine persönliche Vorstellung von Glück zu verwirklichen. Jedem Ding, das existiert, können wir so eine Maxime unterstellen, sogar einem Elementarteilchen. Kleiner Fallstrick hier, Maxime, das klingt so nach maximal. Tatsächlich geht es hier aber um einen Extremalzustand, ein Zustand eines relativen Minimums oder eines relativen Maximums an Struktur. In jedem Fall aber um die maximal mögliche Übereinstimmung und Harmonie mit der dem Ding innewohnenden Idee. Schauen wir uns das vielleicht mal an einem Beispiel an. Stellt euch vor, ihr spielt Schach. Und nun wollen wir das Schachspiel einmal syndromatisch beschreiben. Dann haben wir zwei Metroplexe, weiß und schwarz. Die apodiktischen Elemente dieser Metroplexe sind das jeweilige Set der Spielfiguren. Jeder Spielzug in diesem Spiel, der stellt jetzt ein neues Syndrom im Metroplex des Gesamtspiels dar. Und für jeden Spielzug gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, wie man die Spielfiguren setzen könnte. Nun sind beide Spieler aber von einer bestimmten Maxime angetrieben, nämlich das Spiel zu gewinnen. Und entsprechend dieser Maxime wählen Sie bei jedem Spielzug genau eine der vielen Möglichkeiten zum Setzen Ihrer Spielfiguren aus. Wenn wir jetzt aber ein quantenphysikalisches Objekt im isolierten Zustand betrachten, zum Beispiel ein einzelnes Elektron, dieses hat keine bestimmte Präferenz, ob sein Zustand im nächsten Moment ein relatives Minimum oder ein relatives Maximum einnimmt. Es ist ihm buchstäblich egal. Die Maxime, die seinen nächsten Moment aktualisiert, die wählt also irgendeinen beliebigen Zustand aus. Und dadurch erscheint das Verhalten des Elektrons so akausal. Bezogen auf unser Schachspiel wäre das so, als hätten wir eine einzige Spielfigur auf unserem Brett und würden uns jetzt anschauen, wo beispielsweise unser Bischof überall hinspringen könnte, nämlich auf jedes dieser Felder. Und da er mit keinem dieser möglichen Spielzüge ein zu bevorzugendes strategisches Ziel verwirklicht, ist es wirklich egal, wohin er springt. Aber er springt auf ein bestimmtes Feld nachher. Und er ist nicht etwa, wie das die Quantenphilosophie behauptet, auf allen Feldern gleichzeitig, solange man nicht hinguckt. Nun kann man ein Elementarteilchen, ein Atom
und in gewissen Grenzen sogar ein ganzes Molekül noch mit dieser Quantenstatistik beschreiben. Was ist aber, wenn wir uns eine große Ansammlung von Mikroobjekten, also ein Makrokollektiv der Strukturstufe der Totalität 6 anschauen wollen? Für die Einzelteile gelten nach wie vor auch die Maximen der Einzelteile, deren Verhalten nur statistisch beschreibbar ist. Nun haben makroskopische Objekte bekanntermaßen kein statistisches Verhalten. Sie wirken ja nicht irgendwie verschmiert, sondern ihr Verhalten ist ziemlich kausal und vorhersehbar. Wie ist das in Einklang zu bringen? Ganz einfach. Bei der Aktualisierung des nächsten Momentes überlagern sich sämtliche Mikrozustände. Und dadurch wird der insgesamt wahrscheinlichste Zustand aktualisiert. Dadurch wird eine Eindeutigkeit, also ein kausales Verhalten, gewissermaßen vorgetäuscht. Die Maxime, die dieses Makrokollektiv regiert, ist dadurch aber de facto stets so geartet, dass der insgesamt wahrscheinlichste Zustand aktualisiert wird, und das bedeutet automatisch eine Erhöhung der Entropie und gleichzeitig eine Minimierung der Struktur. Und das ist der Grund, warum alle Gegenstände, die ihr besitzt, früher oder später kaputt gehen. Auch Schachfiguren. Jetzt kommt aber eine wichtige Frage. Was ist denn, wenn es sich bei dem Objekt, das wir betrachten, um einen lebenden Organismus handelt? Wir wissen, ein lebender Organismus, der hat höhere strukturelle, das heißt entelechiale Koordinaten. Das bedeutet, seine graduelle Struktur, die durch x5 ausgedrückt wird, die wird wichtiger. Und sie wird umso wichtiger, je höher dieser Organisationsgrad ist. Und dadurch treten die Zustände, sprich die Singulation der Einzelteile, mehr und mehr zurück. Und die Maximen der höheren Ordnungszustände beginnen zu dominieren. Diese synkulieren dann den gesamten Metroplex, der die Struktur beschreibt, auf das Ziel hin, dass der Gesamtidee innewohnt. Und die Ideen der Mikrozustände oder die Singulation der Mikrozustände, die werden darin gewissermaßen mitgezogen. Und deshalb verhält sich lebende Materie so völlig anders als tote Materie. Genau das ist der Prozess, der es einem Protein ermöglicht, nach seiner primären Kodierung die richtige Faltung zu finden. Genau das ist es, was einer Kieselalge ermöglicht, das feine strukturelle Muster ihres Exoskelettes zu bilden. Genau das ist es, was es einer Nuss ermöglicht, zu einem Baum heranzuwachsen. Diese aus X6 gesteuerten Prozesse sind alle nicht umkehrbar. Und das ist die Ursache für den von uns beobachteten Zeitpfeil, die mit Bockertheims Worten unumkehrbare Richtung der kosmischen Bewegung. Erinnern wir uns an die Bezeichnung dieser beiden zusätzlichen Weltdimensionen. X5, das war die Entelechie, was so viel heißt wie in sich ein Ziel tragen. Und X6, das war das Äon, was man mit Weltzeitalter übersetzen kann. Burkertheim wählte diese beiden Bezeichnungen ursprünglich auf Anregung der Philosophin Hedwig Konrad Martius. Im späteren Verlauf der Ausarbeitung seines Weltbildes war er aber speziell mit der Bezeichnung für X6 nicht mehr richtig zufrieden. Und zwar aus folgendem Grund. Wie wir gesehen haben, liegt es in der Natur dieser Dimension X6, allen Dingen eine zielgerichtete Bewegung zu verleihen. Und damit müsste man sie eigentlich teleologisch nennen. Teleologisch bedeutet genau das, eine zielgerichtete Bewegung auf ein Ziel hin, eine zielgerichtete Entwicklung. Teleologisch hat aber die gleiche Wortwurzel wie Entelechie, nämlich Telos, das Ziel. Also darf man sich da nicht verwirren lassen. Ich werde weitgehend die klassischen Bezeichnungen Entelechie und Äon weiterverwenden, aber wir müssen uns immer vor Augen halten, was sie bedeuten. X5 ist die Struktur, die in der graduellen Tektonik beschrieben wird, und X6 ist das Ziel einer Entwicklung, das man als die Maxime beschreiben kann, dass die syndromatische Tektonik und die Verwirklichung der syndromatischen Tektonik steuert.
Jetzt war da noch etwas anderes, und zwar das Prinzip der Televarianz. Die Frage, die wir uns als nächstes stellen wollen, ist die: Welche Arten von Maximen gibt es eigentlich? Und unter welchen Voraussetzungen ist die Aria, der Entität, die eine Maxime regiert, televariant? Und mit der Frage befassen wir uns im nächsten Video dieser Reihe bei 6 Dimensionen in Farbe.